Sind wir schon dabei? Ah, okay. Na dann, herzlich willkommen zurück auf unserer kleinen Insel, wo wir nun wieder mal in die Höhle schleichen, um Material abzubauen, um den Turm weiter in die Höhe wachsen zu lassen und hier mit eine Fackel hin. So, da müssen wir etwas tiefer runter, um an das gewünschte Material zu kommen. Eigentlich ist das hier schon, aber hier möchte ich es nicht abbauen. Genauso wenig wie hier. Oder hier. Na, leider müssen wir dann komplett runter. So viel Essen haben wir jetzt auch nicht mehr. Das wird alles langsam ein wenig knapper hier. Gehen wir mal ganz, ganz tief runter. Und buddeln uns einfach mal hier in die Wand rein. Bis wir beim nächsten Vorkommen des gewünschten Materials ankommen. Und direkt finden wir Redstone. Vorhin, als wir es gesucht haben, naja. Keine Chance, aber jetzt alles voll. So, hier haben wir schon das Material, das wir brauchen. Dann nehmen wir mal den ganzen Blob hier raus. Und schon wieder Redstone. Wenn du es suchst, findest du nichts. Wenn du es nicht suchst, wirst du zugeschissen damit. Noch mehr da oben. Oh Mann. Naja, ist ja nicht so schlimm. Können wir ja trotzdem gut gebrauchen. Und schon wieder Eisen hier unten ist, ja. Und noch mehr Redstone. Oh, verdammt, das ist doch jetzt. Das will uns doch einfach verarschen. So. Diesmal nutzen wir es aber mal richtig aus und nehmen wirklich alles von dem Zeug hier mit. Das lohnt sich auf jeden Fall. So. Sonst ist ja weiter nichts in der Höhle da. So. Gehen wir wieder rauf und wir sollten hier definitiv ein paar Stückchen machen, dass wir den Aufgang demnächst etwas leichter haben. Ach ja. So, das ist dann die. In der Folge sollten wir den Turm fertig bekommen. Zumindest größtenteils. Und dann müssen wir oben noch einen Kranz aus Holz drum machen. Praktisch so eine Art Veranda-Brüstung, Dingen. Und ich brauche etwas, was einem zu einem Problem werden könnte. Ich brauche Sticky Pistons.
So. Sticky Pistons Villa also. Nee, das war ja richtig. Das war jetzt wieder richtig falsch. Okay. Sag mal noch Brötchen? Nein, später. Schön effizient bauen. Kann nicht schaden. So, und das war's dann, glaube ich. Machen wir hier eine Doppelschicht aus den mal dran. Und zack. Dann gehen wir schlafen, dann gehen wir noch ein paar Bäume hacken und dann legen wir uns wieder voll aufs Maul. Oder auch nicht. Gekonnt auf die Leiter gesprungen. Okay, der muss raus hier. Und dann machen wir hier nochmal Licht. Und dann gehen wir schlafen. Und erledigen nochmal die vielen kleinen Dinge, die wir immer so zwischendurch erledigen. Ein bisschen Feldarbeit, hier und da ernten, ein bisschen Tiere poppen lassen. Okay, der war noch nicht reif. Nutze ich voll hier mit den Zweien. Aber schauen, was die Kühe so sagen. Na? Und Holz. Das ist ein sehr komischer Baum, oder ist der andere groß? Sollten wir vielleicht noch einen Birkenzaun machen? Oben am Leuchtturm. Auf den Kopf, auf den Kopf, auf den Kopf, auf den Kopf. So. Dann natürlich sofort wieder Forstwirtschaftsarbeiten erledigen. Hätte gerne noch eine Birke. So zum Nachpflanzen. Wäre das eventuell möglich? Beim Bäumchen, wir können doch darüber reden. Alles wird gut. Oh, das wird mir auch reichen. So. Dann machen wir uns direkt ein paar Treppchen. Es ist natürlich jetzt total die falsche Variante, die ich hier gerade einschlage. Ach so, ja. Ach so, ja. So macht man Zäune ja gar nicht mehr. Dann kriegst du noch eine Birke. Okay, da sind noch zwei.
oder 3. So, und wieder durch den Wald nach Hause. An gewisse Sachen wie das neue Zeug craften muss ich mich erstmal ein wenig gewöhnen. Von dieser Seite sieht das Haus noch ein bisschen komisch aus. Ich sollte hier vielleicht doch Fenster reinmachen. Na gut, das ist auch eine gewisse Asymmetrie am Dach da oben, die aber absichtlich ist. So. Ich hoffe, das reicht. Ich sollte vielleicht auch mal kurz noch so, dann gehen wir in die Kiste für Pflanzzeug. So langsam sollte ich auch den Bau des Lagers beginnen. Es wird langsam eng hier mit den Kisten. So, noch Eisen. Redstone haben wir jetzt auch genug. Und wieder nach ganz oben, wo wir uns dann todesmutig runterstürzen und voll aufs Maul packen. Ich hoffe nicht. Immer eine gefährliche Sache, sowas. Ich hoffe, das reicht. Obwohl ich eher glaube, dass es das nicht tut. Das wird es auf keinen Fall. Oder? Nee, tu es nicht. Moment. Das, ja, das könnte reichen. Sehr schön. Und jetzt brauchen wir noch ein paar von jenen. Dann machen wir das so. Das reicht aber, ne? Sehr schön, und hier drin dann so. 1, 2, 3. Das sieht sehr komisch aus. Von der Platz hier ist nicht gut. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein wenig Eichenholz. Oh, jetzt habe ich das auch so gesagt, sorry. Natürlich Eichenholz. Oak Wood. Und dann brauchen wir Glas. Ist natürlich schade, dass der Turm gerade ist, also mit den geraden Kantenlängen. Dass da oben 4x4 ist. 3x3 würde mir wesentlich besser als Konzept passen. Das macht auch mit dem Anschluss an die Glocke ein wenig schwierig. Aber damit werde ich dann wohl ein wenig experimentieren müssen vorher.
Ist aber nicht schlimm. Damit kann ich durchaus leben. Oh, die Folge wird vielleicht auch wieder etwas länger. Ich täte nämlich gerne noch das Ding da oben wenigstens abschließen. Obwohl ich jetzt noch nicht ganz weiß, ob das wirklich so bleibt. Obwohl, wenn ich jetzt mir das so angucke. Dann bleibt das wahrscheinlich schon so. Nun den Aufgang, da müssen wir uns noch was überlegen. Der ist noch nicht spruchreif. Ja, die Zäune reichen wohl auch nicht. Naja, dann ist das halt so. Okay, hier noch einen höher. Und dann, ja. Her mit dem Glas. Naja, und so rein. Okay. Das ist dann der Turm, so wie er aussehen soll. Und hier müssen wir uns dann erstmal noch... Naja, das geht sogar, glaube ich. Zumindest müssen wir uns hier noch wirklich überlegen, wie wir da draußen reinkommen. Ich gehe jetzt noch einmal schlafen, dann gucke ich mir das Ding nochmal von außen an und überlege, wie scheiße es denn wirklich aussieht nun. Und dann beenden wir diesen Part. Und dann habe ich auch noch eine Frage. Es gibt nämlich noch etwas, was mich interessiert. Naja, wir können ihn nicht wirklich sehen. Naja, er sieht wirklich ein bisschen scheiße aus. Ich glaube, den Glaskegel, den müssen wir noch ein Stück höher setzen und den... Ja, das muss die Spitze, da muss ich nochmal umbauen. Muss noch ein bisschen höher werden, gleich bis hier. Also bauen wir das nächste Mal nochmal um, dann war das ganze Glas jetzt für den Arsch. Und nun nochmal zu der Frage, die ich habe. Wer hat sich denn eigentlich jetzt aufgeregt, als ich da unten die Diamanten ständig übersehen habe? Das würde mich mal interessieren. Also alsdann, bis zum nächsten Mal.